Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ich habe gerade eben im Twitch-Channel ein bisschen Werbung für meinen Discord-Channel gemacht. Dementsprechend fühlt euch gerne eingeladen. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung oder... Ich glaube in der Videobeschreibung. Wir sind hier immer noch mit Squall, Selfie und Xell unterwegs und haben einen Auftrag zu erfüllen. Ich werde jetzt einfach mal nicht das machen, was wir hier die ganze Zeit gemacht haben. Wobei doch, eine Sache werde ich machen. Ich werde nochmal eben Xell die Möglichkeit zum geben, eine GF mitzunehmen, die wir jetzt haben. Und zwar Diabolos. Wunderschön. Genau, das sollte soweit reichen. Und dann ziehen wir mal weiter. Denn wenn mich nicht alles täuscht, muss vielleicht... Oh, wen haben wir hier? Was ist das hier? Hallo? Haben Sie nichts vergessen? Überlegen Sie nochmal gut. Okay, kaufen. Wir können hier Potions kaufen. Davon haben wir 10, 0. Phönixfedern. Sehr wichtig. Sollten wir ruhig nochmal ein paar mitnehmen. So, 6 Stück. Potions, 200 HP. Ja, nehmen wir auch nochmal 10 Stück. Kann man immer gebrauchen. Was haben wir hier sonst noch? N-Munition. Splitter-Munition. Zelte sind eigentlich noch ziemlich gut. Sprit für Mietautos. Passt schon. Reden wir erstmal mit der Dame hier. Ich bin die Card Queen. Ich reise um die Welt und überwache die Kartenregeln. Was wollen Sie von mir wissen? Die Regeln in diesem Gebiet, die Grauschritte. Nee, eigentlich nichts. Die Regeln unterscheiden sich je nach Sektor. Wenn Sie um die Welt reisen, verbreiten sich Ihre Spielregeln. Die Tauschregeln spricht. Tauschregel spricht sich selbst herum, wenn sie von Sektor zu Sektor reisen. Je nach ihrer Spielart verlagert sich auch das Zentrum des Spielgeschehens. Es kann auch passieren, dass sich durch meinen Einfluss die Tauschregeln ändern. Ah, das Triple Triad. Wunderbar. Der Zug Richtung Timber fährt gleich los. Wenn Sie diesen Zug nehmen wollen, kaufen Sie ein Ticket für 3000 Gil. Damn, sind die teuer. Na los, steigen Sie bitte schnell ein. Dann stehen wir nicht im Weg rum. Danke. Wollen wir doch. Wenn du mitfahren willst, steig jetzt bitte ein. Okay. Machen wir. Und da tuckert der Zug los. Der Zug ist super. Ist nicht umsonst der Interkontinental-Express. Nach Timber fahren wir sogar durch den Unterwassertunnel. Geil, was? Mag schon sein. Das interessiert dich ja nicht. Ach ja, Squall. Du musst das Ticket benutzen, um hineinzukommen. So, wir können rein. Tür entriegelt. Ich will schauen, was vorne ist. Bis später. Lass uns hineingehen, Squall. Ladies first. Ciao. So. Gehen wir nochmal sicher. Speichern wir nochmal ab. Warum eigentlich auch nicht? Dafür ist ja der Kram da. Yay. Hey, das Abteil ist für uns Seats reserviert. Trotzdem müssen wir aus eigener Tasche bezahlen. Ist das nicht herrlich? Boah! Wow, legendär! So, nur damit meine Freundin glücklich ist. Ich liebe Züge. Zugfahren. Nimm uns mit in die Ferne. Nimm uns mit in die Zukunft.
Oh wei, ich muss hier wieder raus. Der macht komische, unanständige Dinge. Raus! Oh, das ist wohl der Ausgang. Super. Schön, dass es dir gefällt. Es gibt sogar Zeitschriften. Mein Hund Nummer 1. Oh, ist das nicht herrlich. Jetzt können wir auch endlich mit dem Hund Gassi gehen. Jetzt wird ganz genau beschrieben, wie man dem Köter das Flohhalsband anlegt. Legendär, dieses Abtei. Gut, dass ich ein Seed geworden bin. Hey, Squall. Kennst du Timber? Interessiert mich nicht. Na toll, Squall. Lass mich doch erzählen. Ja, gut, komm. Gut. Das wollte ich hören. Dann werde ich mich mal kurz fassen. Timber ist von Wäldern umgeben. Aber vor 8 Jahren wurde es von Galbadia angegriffen. Im Handumdrehen wurde es eingenommen. Seitdem gehört Timber zu Galbadia. Dort soll es kleine und größere Widerstandsgruppen geben. Und? Das war's. Ah. Danke für die Mühe. Jo, überlass das mir, Diggi. Irgendwie komisch. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. So müde. Hey, alles okay? Was zum Henker? Ah, seltsam, ich bin müde. Hey, was ist? Woo! Dankeschön! Was ist los? Das ist super nett von dir, Black Eyes. Für den Push. Hä? Ich bin ein Mann? Gute Nacht! Stimmt die Richtung überhaupt, Laguna? Hä? Was? Halt? Wir sind hier... Komischer Dude, aber die Kampfmusik ist geil. So, Chance auf Erstschlag. Okay. Limit. Wurfharpune auf alle. Limit. Desperado. Limit. Blutschmerz. Auf einen. Und da fliegt er davon. Sehr interessant. Moment. Können wir hier Guardian Forces erstmal koppeln? Koppeln GF. Ifrit. Okay. Koppeln GF. Ah, das ist gut. Die haben anscheinend die gesamten GF von den anderen dreien übernommen. Das ist so, zumindest schon mal etwas. So, wir wollen da lang. Die Kampfmusik ist tatsächlich echt das, was ich an diesem Story, also an diesem Teil der Geschichte mega cool fand. Was? Hä? Du hast dich nicht, du hast dich doch nicht wieder... Croppunk entdeckt. Vita, Verozin. Wart bitte. Und, wo wir gerade dabei sind, Moment. Koppeln... Ability. Draw Item GF. Ich will mal ganz kurz gucken, wer von denen eigentlich alles Draw Item GF und Zauber. Nee, ich bin dafür, dass wir das hier mit dem Drawn mal lassen. Und Draw und Zauber. So. Ich glaube, das ist um einiges besser. Zauber und... Zauber und Item? Kleinen Moment. Nee, auch Zauber und Draw. Und... Ach ja, hä? Ich bin ja sehr intelligent.
Ja, egal. Hauptsache einer kann drawn. Na los, lauft weiter. Ja, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Ich sollte weniger, weniger Zauber nehmen. Okay, das passt. Dafür aber mehr Draw. Dann machen wir hier Zauber raus. Packen hier Draw hin und hier Item. Du hast natürlich völlig recht. Zauber und Draw ist aber ganz gut. Draw und Item ist auch okay. So. Er kann ruhig die ganze Nacht hier bleiben. Habe ich kein Problem mit. Ich weiß selber noch gar nicht, wie lange ich überhaupt mache. Angriff von hinten, das gefällt mir nicht. Oh nein, Laguna schläft ein. Das ist aber komisch. Egal. Ach so, oh, ich dachte gerade. Ich dachte aber auch, dass du jetzt schlafen gehst. So, hey. Alles gut. So, wir hacken die jetzt einfach kaputt und gut ist. Ich genieße gerade absolut diese Kampfmusik. Das ist, finde ich, echt. Ich weiß nicht warum. Also dafür, dass ich diese Szenen mit Laguna und den anderen überhaupt nicht leiden kann. Also klar, sie haben natürlich definitiv ihre Berechtigung und das muss so. Aber irgendwie. Hey, wir sind doch im Krieg. Wir kämpfen doch gegen Timbersoldaten. Wie kommt es dann, dass wir mit Tieren herumtollen? Hm, das ist, ich meine, nein, du hast dich verlaufen. Wir gehen zurück zur Basis, auf nach Deling City. Hey, hey, Laguna! So, Aqua gefunden. Geil. Kaffee finde ich ist eine gute Idee. So. Das Auto sah auch schon mal besser aus. So wie das da gerade rumgezuppelt hat. Aber gut. Anscheinend ist alles gut. Oh weia. Hey, musst du hier parken? Na und, warum nicht? So, jetzt betrinken wir uns mal. Das Trinken ist dir ja egal. Mach sie doch endlich an. Betrink dich doch einfach. Dann läuft es auch mit Frauen. Kiros und Ward. Ihr schätzt mich ganz falsch ein. Ich will doch mit euch beiden nur etwas trinken gehen. Na klar. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier jemand die Straße blockiert. Guten Abend, Sir. Ja, freut mich auch, dass du da bist. Schauen wir uns hier doch nochmal ein bisschen um. Was ist hier? Ah. Perfekt. Die Klavierspielerin an der Hotelbar, oder? Wie auch immer. Gehen wir mal rein und gucken, was passiert. Willkommen. Wenn Sie nicht reserviert haben, benötigen wir eine Vorauszahlung. Lassen wir lieber. Willkommen. Bitte, gehen Sie bitte zum Empfang. Nein. Will ich gar keinen Bock drauf. Ah, hier runter. Ich glaube, hier war irgendwie sowas. Guten Abend. Ihr Platz ist immer frei. Ich will noch ein bisschen rumgehen. Setzen wir uns hin. Wir setzen uns hin. Danke. Ein Traum? Laguna ist mein Traummann.
Jo, was geht hier ab? Was ist mit mir los? Setzen. Lass uns saufen, bis wir umfallen. Was hätten Sie gerne? Das Übliche. Ich auch. Volle Kanne. So, Laguna, da ist deine Julia. Heute solltest du mal hingehen. Ja, los. Red keinen Scheiß. Julia ist gerade im Dienst. Du hast uns noch nie enttäuscht. Geh jetzt auf die Bühne. Das ist doch lächerlich. Trotzdem, Laguna, steh auf und geh zu Julia. Not sure. Wollen wir? Nein, wir gehen lieber wieder zurück. Ich habe Angst davor. Frauen ansprechen ist unheimlich. Soldat stürbe ich nicht, wenn ich träume. Okay. Was mit dir? An meinem ersten Arbeitstag ein wunderschönes Klavierstück. Das ist für mich ein wirklich besonderer Tag. Ja. By the way, du bist im Krieg. Es könnte passieren, dass du stirbst. Ja. Genieß den Abend. Mein Gott, Julia ist so nah. Er tut es wirklich. Mist. Ich bekomme einen Beinkrampf. Au. Humpel. Wegspazier. Krächz. Wie traurig. Awkward Moment. Gut gemacht. Mission beendet. Setz dich. Das habe ich dir ja nicht zugetraut. Jetzt kriegst du einen Pluspunkt. Aber du hast dich vor Julia etwas daneben benommen. Männlichkeit minus 3 Punkte. Sagt, was ihr wollt. Puh. Bist du schön, Julia? Oh, der Romeo ist verliebt. Ah. Boah. Laguna, wir werden jetzt gehen. Was ist denn? Bleib da noch ein bisschen. Wir spendieren dir alles. Lass dir ruhig Zeit, Laguna. Hä? Oh. Darf ich mich hier hinsetzen? Wow. Ach, und da kommt der Krampf wieder, nachdem er so ganz normal hier rübergewandert ist. Ja, der ist echt ein Simulant. Oder störe ich gerade? Absolut nicht. Bitte schön. Boah, das ist die echte Julia. Was mache ich? Kiros, warte, helft mir doch, was soll ich sagen? Gott, ist sie schön. Denkt er überhaupt irgendwas? Hast du dich etwas beruhigt? Irgendwie schon. Wie geht es deinem Bein? Ach, das passiert regelmäßig, das ist nicht so schlimm. Jedes Mal, wenn ich aufgeregt bin, kriege ich Beinkrämpfe. Warst du aufgeregt? Ja klar, auch jetzt noch. Ach komm, ich will nicht, dass jemand wegen mir nervös wird. Tut mir leid. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir nicht zu mir ins Zimmer? Dein Zimmer? Naja,
Hier ist nicht der richtige Ort. Die ganze Umgebung lauscht uns. Aber nur wenn du willst. Ich wollte immer mit dir reden. Magst du nicht? Doch. Ich warte auf dich. Ich sage dem Hotelier am Eingang Bescheid. Das ist ja wie ein Traum. Hoffentlich ist das ein Traum. Nein, das ist kein Traum. Real ist es auch nicht. Julia will mit mir reden. Der denkt zu viel. Mit mir alleine? Was machst du jetzt, Laguna? Mach, was du willst. Bisher habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich alleine geredet habe. Heute werde ich Julia reden lassen. Ich werde sie mit meinem Sexappeal verführen. Okay, da läuft Romeo. Romeo, du weißt Bescheid. Der ist nur für die Gäste unseres Hotels. Ja, hab's verstanden. Guten Abend. Wollen Sie übernachten? Wo ist das Zimmer von Julia? Rede, du Lauch! Du gehst wirklich hin? Sie sind Herr Laguna? Wir haben die Nachricht erhalten. Ich werde Sie ins Zimmer von Miss Julia begleiten. Besser ist nicht, dass du sonst noch an beiden Beinen Krämpfe bekommt und dann einfach auf dem halben Weg umkippt oder so. Nett, dass du gekommen bist. Ja, finde ich auch. Danke für die Einladung. Setz dich. Kleinen Moment. Ein Einzelzimmer mit zwei Betten? Was ist hier los? Nur noch getrennte Betten. Was kommt als nächstes? Keuschheitsgürtel? Ich gehe hier hin. So sieht mich keiner. Ich bin einfach aus dem Bild verschwunden. So ist gut. Sie sieht mich immer noch, oder? Damn. Na gut, okay. Dann, Yeah. Willst du schon gehen? Wir haben noch nicht einmal geredet. Nein, nein. So ist es nicht. Ich bin ein großer Fan von dir, von daher, etwas aufgeregt. Ich habe dich sehr oft gesehen. Du hast mich gesehen? Jetzt ist der Moment, aus dem Bild zu laufen. Du hast mich immer angelächelt, nicht wahr? Ich mag deine Augen, auch wenn sie jetzt etwas verunsichert sind. Komm, ich tue dir nichts an. Ich will mich mit dir unterhalten und dir in die Augen schauen. Lass uns was trinken. Magst du Rotwein? Das darf nicht wahr sein. Eigentlich hasse ich den Krieg, hasse ich Kriege, aber ich komme dadurch viel um die Welt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem bin ich immer mit Kiros und Ward zusammen. Das sind meine besten Freunde. Wir können ja mal zusammen was trinken gehen, okay? Okay. Und was wollte ich noch sagen? Später will ich Journalist werden. Dann kann ich jedem berichten, was ich auf der Welt erlebt habe. Im Ernst, der Typ hat sich ja bei ihr schon eingenistet. Ach ja, neulich wurde mein Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht. Das war echt eine Freude. Das war großartig. Ja, das stimmt. Ja, bestimmt. Genau, und dazu kam... ich lass dich ja gar nicht zu Wort kommen. Rede mit mir. Erzähl doch mal was, du später machen willst und ähnliches. Ich will nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen. Das würde ich gerne hören. Nur wenn's klappt, mir fiel bisher kein guter Text ein. Ach so, das ist auch bestimmt nicht einfach. Ich denke aber, dass ich durch dich einen schreiben kann. Durch mich? Ja, genau. Du hast mir all deine Gefühle gezeigt. Deine Schmerzen, deine Freuden,
deine Sorgen und deine Wärme, die durch deine Augen dringt. Du hast mir wirklich geholfen. Das wird bestimmt ein guter Text. Wahnsinn. Es ist wie ein Traum. Siehst du, das ist kein Traum. Laguna, eine neue Mission. Schnell in die Residenz. Können wir uns wiedersehen? Aber klar, ich muss doch unbedingt dein Lied hören. Durchsage, nächster Halt Timber, nächster Halt Timber. Wie war ich mit Mieze? Was ist mit meiner Mieze? Nächster Halt Timber, Timber. Oh, immer diese übereifrigen Bahnangestellten. Haben wir alle geschlafen? Das war doch nicht etwa Betäubungsgas. Die Seeds sind nicht überall beliebt. Das hat was auf sich. Wir sollten vorsichtig sein. Hat man uns bestohlen? Hat man uns was angetan? Scheint nicht so. So ein Glück. Ich bin okay. Ich hatte einen schönen Traum. Ist das so? Erzähl mir mehr davon. Ich habe auch geträumt. Schöner Traum war es zwar nicht. Black Eyes. Der Blick. Der Blick. Oh, ist das bitter. Ich hab geträumt, ich wäre ein Vollidiot. In Kürze erreichen wir Timber, bitte. Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass Sie ihn nicht zurücklassen. Laguna wäre echt, war echt super toll. Ich habe auch von Laguna geträumt. Ein galbadianischer Soldat, oder? Laguna, Kiros und Ward? Was? Haargenau? Was hat das zu bedeuten? Nachdenken nützt jetzt nichts. Denken wir lieber an unsere Mission. Sie hat recht. Legen wir diesen Vorfall zu den Akten. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir wieder zurück sind. Ach ja, wir sind ja gleich da. So, jetzt geht's auf. Ich auch. Mensch, das sieht ja richtig fröhlich hier aus. Timber Station. Der Zug fährt gerade ein. Ausstieg auf der linken Seite in Fahrtrichtung links. Und weg ist er wieder. Na dann. Der Wald hat sich verändert. Aber es leben noch Mogris. Es leben noch Schokobos oder es leben noch Eulen. Es leben noch Mogris. Mogris leben immer und ewig und sind total knuffig und schmecken nach Marshmallow. Willkommen in Timber. Folgt mir bitte. Sehr gern. Hallo Oma. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Gut, danke. Was streuchst du hier rum? Sie sind verreist. Der Laden ist zu. Obwohl ich meinen Luke hier abgegeben hat. Blöder Zoohändler. If, if. Ah, da ist er ja. Ja, ja. Hierher bitte.
das ist auch ein unglaublich unauffälliges Gefährt, was ihr da fahrt. Ihr seid also die Seed. Ich bin der Anführer, Squall. Rechts Cell, links von mir Selfie. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin der Anführer der Waldeule. Corona, wir dürfen uns nicht die Hände geben. Ach, Selfie! Was müssen wir für euch tun? Immer mit der Ruhe. Wir wollen uns erst einmal vorstellen. Denn was kennst du schon? Hi. Fehlt nur noch unsere Prinzessin. Unsere Prinzessin macht gerade ein Nickerchen. Schon wieder? Squall, tu mir bitte einen Gefallen und weck unsere Prinzessin. Die Stufen hoch, geradeaus und ganz hinten links. In den anderen Räumen sind noch unsere Mitglieder. Wenn du Fragen hast, kannst du sie ihnen stellen. Wurden wir als Laufburschen angestellt? Seid ihr jetzt böse? Wir sind keine Sklaven, wir sind die Seeds. Das ist das letzte Mal, dass ich solche Anweisungen befolge. So. Was ist los? Hast du Hunger? Tage nichts gegessen? Oh, mein Magen. Was hat er denn? Ich bereite die Einsatzbesprechung vor. Okay, was ist mit dir? Squall, recht so. Die Seeds dürfen sich nicht verarschen lassen. Ey, die kann ja sogar mal bissig sein. Was sind denn das für Pappnasen? Die ticken doch nicht ganz richtig. Tja, die gucken wir uns an. Aber nicht jetzt, sondern... Dreimal dürft ihr raten. Nach einer kleinen Pause. Zumindest bei Twitch. Für alle anderen dauert es noch einen Tag oder so. Bis denn.